Punkt 2. Ja, geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten vollkommen digitalen Medienkonferenz von Avenir Suisse zu unserer neuen Analyse. Federführend erstellt von meinem Kollegen und Forschungsleiter Patrick Dümmler als Verfasser, aber auch als Vordenker in dieser Sache. Ebenfalls im Raum ist Kollege Pascal Lago, Researcher, hat auch mitgearbeitet bei dieser Analyse. Verena Parzer-Epp, unsere Kommunikationschefin, und Raphael Kern, unser IT-Verantwortlicher. Sie sehen also Covid-19, wir halten die Regeln ein. Es sind maximal 5 Personen im Raum und wir haben sogar ein Desinfektionsmittel hier auf dem Tisch. Wir werden alles live streamen. Es wird aufgezeichnet und ich bitte Sie, bis zur Fragerunde Ihr Mikrofon abzuschalten aufgrund der Geräuschentwicklung. Sie können aber Ihre Fragen auch schon vorgängig im Chat entsprechend eingeben. Sackgasse Renationalisierung ist gesagt. Jetzt sollte man noch wechseln können, hoffentlich. Geht nicht. Wir warten noch eine Minute. Und gehen noch eins weiter. Es geht nicht so. Kannst du ruhig in die Kamera kommen? Meine einleitenden Ausführungen, den Rückzug in den Nationalstaat, und zwar bezüglich der weltweiten Entwicklung, wenn ich mit dem anfangen darf. Sie wissen, America First als Slogan einer ökonomischen Renationalisierungspolitik gilt in Corona-Zeiten nicht mehr nur für die Vereinigten Staaten von Amerika. Our Country First, wie wir es hier auf dem Slide abgebildet haben, heißt es mittlerweile ja für zahlreiche Länder in allen Weltregionen, eben oft mit der Absicht, globale Kooperationen zurückzudrängen. Die rasch steigende Zahl an Covid-19-Infizierten zwang Politiker jeglicher Couleur in den vergangenen Wochen und Monaten in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem entschlossenen Handeln. Was ist da naheliegender als der Rückzug ins Inland, auf das Inland und die Abgrenzung gegenüber dem Ausland, in dem ja alles viel schlimmer ist? Der Rückzug in den Nationalstaat. Machst du? Hoppala. Also wenn das nur das einzige Problem ist, digital, dann kann ich damit umgehen. Der Rückzug in den Nationalstaat setzt ja bekanntlich aber schon vor der Corona-Pandemie ein. Seit 2010 beobachten wir weltweit zunehmende Handelshemmnisse, Rekordzahlen im letzten Jahr 2019 und wahrscheinlich dieses Jahr ist nochmals eine markante Steigerung zu erwarten. Diese Handelshemmnisse bleiben natürlich nicht ohne Einfluss auf das international gehandelte Volumen an Waren. Im Vergleich zur Periode 2000 bis 2009 verlangsamte sich das Wachstum auf rund einen Viertel. Wir reden deshalb von einer langsameren Phase der Globalisierung, Globalization. Diese dürfte sich aufgrund der Pandemie wohl fortsetzen. Und einige erwarten gar eine gewisse Entkopplung der Wirtschaftssysteme von großen Blöcken, wie etwa zwischen den USA und dem Reich der Mitte China. Doch entgegen den Apologeten der Antiglobalisierungsbewegung sind die gegenseitigen internationalen Abhängigkeiten in den letzten 2 Jahrzehnten massiv gestiegen. In der Effizienz der Arbeitsteilung liegt denn auch die große Stärke der Globalisierung. Doch eben aufgrund dieser Covid-19-Pandemie resultiert auch ein Rückschritt der multilateral abgestimmten Handelspolitik. Sie wissen, dass die WTO, die Welthandelsorganisation mit Sitz in Genf, gerät immer mehr unter Druck. Wir beobachten protektionistische Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, vor allem eben der Versuch der Regierungen und Parlamente, nationalen Regierungen und Parlamente, mit Eingriffen zur Unterbindung von Exporten. Mehr als 50 Länder führten zusätzliche Exportrestriktionen ein, die meisten davon im Jahr 2020, insbesondere für medizinische Schutzausrüstungen, Desinfektionsmittel und Beatmungsgeräte.
Gleichzeitig vereinfachten viele Länder, die den Export beschränkten, den Import. 80 Länder haben bereits Erleichterungen für den Import von Medizinalgütern und Arzneimitteln eingeleitet. Wenn wir jetzt die Situation in der Schweiz anschauen, Raffi, kannst du mal eins schließen? Jetzt, genau. Kannst du gut ganz machen. Gut. Auch die Schweiz reagierte auf den Ausbruch der Pandemie. Sie senkte, das wissen Sie auch, den Zoll für Schutzbekleidung auf null und verzichtete neu auf die förmliche Bewilligung für deren Einfuhr. Statt jedoch nur temporäre und vereinzelte Ausnahmen zuzulassen, sollte die Schweiz die gesamten Importzölle aus unserer Sicht unilateral und unbefristet abschaffen, denn nicht nur im Inland produzierte, sondern auch vom Ausland importierte Produkte tragen eben zur Versorgungssicherheit ein. Kollege Dümmler wird nachher unseren Ansatz aufzeigen. Denn hohe Importzölle können in normalen Zeiten dazu führen, dass gewisse Güter nur in geringem Maße eingeführt werden, die dann eben in Krisenzeiten zur Mangelware werden. In der Schweiz wird derzeit die Abschaffung der Zölle auf Industrieprodukte diskutiert. Die volkswirtschaftlichen Vorteile umfassen eine Größenordnung von rund 860 Millionen Franken. Diese unilaterale Abschaffung der Importzölle hat es hierzulande allerdings schwer, sich im politischen Prozess zu behaupten. Es darf erwartet werden, dass dies unter den gegebenen Umständen aktuell noch schwieriger wird. Auch unter der Bundeshauskuppel gibt es viele Versuche, Motivationen und Motive, eben diese Switzerland First Strategie durchzudrücken. Parteien fordern Produktionsketten im Inland für strategische Güter, das ist die Schweizer Sozialdemokratie, oder eine Definition eines Selbstversorgungsgrades für das Gesundheitswesen und bei Gesundheitspersonal, die christliche Mittepartei CVP oder die Aufrechterhaltung der Grenzkontrollen, die Schweizerische Volkspartei. Wie in anderen Ländern bestanden auch in der Schweiz vor der Krise Renationalisierungstendenzen. So war die parlamentarische Initiative Badran mit der Forderung erfolgreich, die strategischen Infrastrukturen der Energiewirtschaft der Lex Koller zu unterstellen. Mit den globalisierungskritischen Stimmen gehen aber auch neue Formen von Investitionsprotektionismus einher. Ich erinnere an die Motion Rieder zum Schutz von Investitionskontrollen, zum Schutz der Schweizer Wirtschaft durch Investitionskontrollen. Also ein bürokratisch aufwendiges System soll eingeführt werden, staatlichen Kontrollen. Also eben in Zukunft sagen wir, welche ausländischen Direktinvestitionen noch zulässig sind und welche nicht. Das kann sich aus unserer Sicht gerade in Krisensituationen als großer Nachteil erweisen. Das heißt, Unternehmen können nicht mehr zeitlich flexibel auf Angebot und Nachfragebedürfnis eingehen, etwa durch die Übernahme von Produktionsstätten im Ausland. Das heißt, wir beobachten eine Renationalisierung weltweit in vielen Ländern, aber auch Renationalisierungstendenzen hierzulande. Und was das ökonomische Schäden auslösen würde, hierzulande insbesondere, und welche Lösungsansätze wir sehen, dafür übergebe ich jetzt gerne das Wort an Kollege Dümmler. Vielen Dank. Lassen Sie mich einige Ausführungen machen zu den Sachen, weshalb die Schweiz bei der Renationalisierung eben viel zu verlieren hat. Wir steigen gleich ein mit einer ersten Grafik. Das nächste bitte. Genau. Und zwar, Sie sehen hier abgetragen auf der Abszisse der Punktestand des ökonomischen Globalisierungsindexes, also das misst, das ist ein Index der COF, das misst, wie offen ein Land ist, wie stark eingebettet ein Land ist, eben in die ganze Globalisierung. Und Sie sehen auf der Ordinate, Kaufkraft bereinigt, das Bruttonationaleinkommen pro Kopf in Tausenden US-Dollars. Wenn man jetzt die verschiedenen Länder, zu denen es eben hier auch Daten gibt, abträgt, dann sieht man, dass eine kleine Gruppe von vor allem kleineren Ländern, wie beispielsweise Luxemburg, Singapur, Irland, aber eben auch die Schweiz, relativ stark globalisiert sind,
stark in internationale Wertschöpfungsketten eingebunden sind. Man sieht gleichzeitig auch, dass es genau diejenigen Länder sind in der Tendenz, die eben stark eingebunden sind, die auch ein hohes Nationaleinkommen oder Bruttonationaleinkommen pro Kopf ausweisen. Also es gibt hier eine positive Korrelation, einerseits zwischen Eingebundensein in internationale Wertschöpfungsketten und andererseits zwischen einem hohen Pro-Kopf-Einkommen. Es ist klar, ein kleines Land, und deshalb sind es vor allem kleinere Länder, die hier an der Spitze sind, hat einen beschränkten Binnenmarkt. Es macht kaum Sinn, nur für den Binnenmarkt zu produzieren. Die Unternehmen werden sich deshalb spezialisieren, werden sich Exportmärkte suchen und müssen dort entsprechend wettbewerbsfähig sein. Und diese Wettbewerbsfähigkeit, dieses stete Bemühen um Innovation, um besser werden, das führt eben auch zu höherer Wertschöpfung und damit auch zu einem höheren Einkommen pro Kopf. Man sieht also die internationale Arbeitsteilung, gerade für solche kleinere Länder mit einem beschränkten Binnenmarkt, schafft Wohlstand, eine Rückabwicklung, eigentlich im Umkehrschluss, eine Rückabwicklung der Globalisierung, also eine Renationalisierung würde dazu führen, dass ein Teil dieses Wohlstandes verloren gehen würde. Man sieht hier in der nächsten Grafik das Ganze weiter ausdetailliert, und zwar folgendermaßen die Außenverflechtung der Schweiz dargestellt anhand von verschiedenen Indikatoren. Zunächst einmal die Anzahl der Grenzgänger. Man sieht hier zwei Zeiträume, 2002, das bewusst 2002 so gewählt, weil das ist die Inkraftsetzung der bilateralen 1, die damals stattgefunden hat, und die letzten verfügbaren Daten Ende letzten Jahres, also 2019. Die Grenzgänge, sieht man in dieser Zeitperiode, haben sich beinahe verdoppelt. Wir haben also vermehrt profitiert von ausländischen Fachkräften, die nicht bei uns wohnen, aber bei uns arbeiten. Gleichzeitig sieht man, dass sehr stark gewachsen ist auch der Außenhandel mit Dienstleistungen, noch stärker gewachsen als eben beispielsweise der Außenhandel mit Waren. Man sieht, dass auch infolgedessen das Bruttoinlandprodukt gewachsen ist und dass die alle Indikatoren, genannten Indikatoren, insgesamt stärker gewachsen sind als die Wohnbevölkerung. Die Wohnbevölkerung ist in diesem Zeitraum, Stichwort sicher auch Personenfreizügigkeit, in der Schweiz gewachsen. Aber insgesamt hat der Wohlstandskuchen mehr zugenommen, stärker zugewonnen als die Wohnbevölkerung hier am Standort Schweiz. Wir gehen auf die nächste Folie. Hier dargestellt die Beschäftigungssituation. Wie hat sich das entwickelt? Wiederum Ausgangspunkt 2002 in Kraftsetzung der bilateralen 1. Man sieht hier die Unterscheidung einerseits zwischen Beschäftigten, rot dargestellt im Binnensektor, und grau, dunkelgrau und hellgrau dargestellt, Beschäftigten, die im Exportsektor arbeiten. Einmal für die Welt und einmal für die EU. Das heißt, Welt dort gemessen natürlich ohne den Anteil der Europäischen Union. Die Anteile entsprechend sieht man als Ausgang, man hatte 68% der Beschäftigten, die direkt abhängig waren vom Binnenmarkt, der Rest also vom Export. Man sieht gleichzeitig das Wachstum bis 2019. Das Ganze hat sehr stark zugenommen, insbesondere der Anteil eben der Abnehmer in der EU, aber noch stärker hat zugenommen die Anteil der Beschäftigten, die direkt profitieren, dass die Schweiz Zugang hat zu wichtigen Exportmärkten weltweit. Insbesondere, weil die Schweiz in dieser Zeit auch sehr stark ihr Netz an Freihandelsabkommen vergrößern konnte. Und im Vergleich dazu die letzte Zahl des Wachstums, nämlich das Wachstum der Beschäftigten, die rein direkt abhängig sind von der Binnenwirtschaft. Das ist ein Wachstum von 14%. Also wir sehen hier in dieser Zeitperiode, die Beschäftigtenzahl hat überproportional stark zugenommen, derjenigen Personen, die eben anteilsmäßig mehr arbeiten oder stärker engagiert sind im Bereich der Exporte. Die Anteile sind nochmals gestiegen. Man sieht das hier, der Anteil heute im Binnensektor 63% versus 19% respektive 18%, die im Exportsektor tätig sind. Also die Schweiz, auch von den Beschäftigten her, direkt sehr stark im Ausland engagiert. Insgesamt kann man sagen, mit indirekten Effekten, dass wahrscheinlich rund die Hälfte der Beschäftigten in der Schweiz vom Zugang zu den ausländischen Märkten profitieren. Gehen wir jetzt weiter. Nun, man kann hier verschiedene Gründe aufzählen,
zusammenfassen eigentlich fast jetzt für diesen Bereich, weshalb die Schweiz bei einer Globalisierung oder einer Renationalisierung, wie sie nun gefordert wird, eben viel zu verlieren hat. Zunächst einmal, die Schweiz ist Globalisierungsweltmeisterin. Das ist eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, basierend teilweise auch auf Daten der COF, die eben sagt, dass die Schweiz es am besten verstanden hat, von anderen Ländern weltweit die Globalisierung umzumünzen in zusätzliches Pro-Kopf-Einkommen, und zwar für die Periode 1990 bis 2016. Die Schweiz also hier offenbar sehr stark Profiteur von dieser Globalisierung. Die Außenhandelsquote als einer der Indikatoren ist in dieser Zeitspanne auch sehr stark gestiegen. Seit 2002 plus 15% der Außenhandelsquote, hier gemessen an alle Importe und Exporte von Waren und Dienstleistungen zusammengezählt im Verhältnis des Bruttoinlandproduktes. Man sieht auch sehr stark, die Unternehmen mussten sich spezialisieren, um international konkurrenzfähig zu sein. Wie ich sagte, ein beschränkter Binnenmarkt und die Spezialisierung, um eben im Export erfolgreich zu sein. Man sieht auch, dass die internationale Arbeitsteilung für die Schweiz Wohlstand geschaffen hat, das steigende Pro-Kopf-Einkommen. Das nächste. Man kann auch daraus schließen, dass die Rückabwicklung, wie sie teilweise heute gefordert wird, der transnationalen Wertschöpfungsketten diesen Wohlstand aufs Spiel setzt. Ich gehe damit zum nächsten Teil über, und zwar den Teil, den wir bezeichnen, das Prinzip der Versorgungssicherheit statt die Selbstversorgung, dass wir hier eben entsprechend gleich einsteigen mit dem Thema Mangellage. Sie kennen die Bilder, die wir hier heraufgetan haben, teilweise leere Regale, Hamsterkäufe haben uns begleitet zu Anfangs dieser Pandemie. Aber man muss sagen, das war kein Ausdruck einer generellen Mangellage, sondern vor allem der Verschiebung der Nachfrage geschuldet. Verschiebung der Nachfrage vom Restaurant, Hotellerie hin eben zu den privaten Haushalten, die entsprechend über andere Kanäle einkaufen. Und man sieht, dass das System Zeit brauchte, aber es war flexibel genug, um die Versorgungssicherheit hier aufrechtzuerhalten. Es gab also keine generelle Mangellage. Internationale Vernetzung ist auch ein Thema beim WC-Papier. Sie sehen dort das Bild eines Einkaufswagen gefüllt mit WC-Papier. In der Schweiz gibt es eine größere Produktionsstätte dafür. International gesehen, insbesondere in Norditalien, werden WC-Rollen hergestellt. Die Zellulose kommt oft aus Nordeuropa oder Nordamerika. Auch hier eine internationale Vernetzung der Schweiz und der Wertschöpfungskette. Wenn man das Ganze niederbricht auf die Lebensmittel, weil da bestand ja sehr lange auch Ängste, ja, reichen uns die Lebensmittel, brechen die Lieferketten zusammen, da sieht man, der Selbstversorgungsgrad hier abgetragen versus das Bevölkerungswachstum indexiert für den Stand 2008. Die Bevölkerung ist gestiegen in dieser Zeitspanne, gleichzeitig ist der Selbstversorgungsgrad nur wenig zurückgegangen. Das bedeutet, dass die Landwirtschaft sich intensivieren musste in der Schweiz. Eine intensivere Landwirtschaft, wie sie teilweise in der Schweiz eben betrieben wird, bedeutet auch in Teilen eine Zerstörung der natürlichen Produktionsgrundlagen. Weshalb das wichtig ist, darauf komme ich gleich zurück. Der Selbstversorgungsgrad, wie er definiert wird in der Schweiz und wie er auch politisch Akzeptanz findet und auch immer wieder gefordert wird, man soll den stabilisieren oder sogar erhöhen, weil eben solche Krisen immer wieder mal vielleicht kommen werden in Zukunft. Ja, dieser Selbstversorgungsgrad ist irreführend, weil die Schweizer Landwirtschaft ist bereits heute sehr stark international eingebettet im Sinne von Hilfsstoffen. Viele Hilfsstoffe werden bezogen, wie Dünger, Kraftfutter, Pflanzenschutzmittel und so weiter. Es gibt deshalb einen Selbstversorgungsgrad brutto, das ist 59%, die neueste Zahl, und netto, das heißt eben unter Abzug von aber nur einem Hilfsstoff, nämlich den Futtermitteln. Und netto beträgt dieser Selbstversorgungsgrad deshalb 52%. Das heißt aber, dass bei allen anderen Hilfsstoffen diese Hilfsstoffe unberücksichtigt bleiben in dieser statistischen Zahl. Deshalb irreführend dieser Selbstversorgungsgrad. Agrarkreise fordern, wie ich es kurz angetönt habe, einen stabilen Selbstversorgungsgrad. Teilweise versuchen sie sogar, die Agrarpolitik 22 plus diesbezüglich zurückzudrehen. Was wir sehen, wenn wir den Selbstversorgungsgrad stabil halten wollen oder sogar weiter ausbauen wollen bei einer noch weiter steigenden Bevölkerung, ja, dann führt das dazu, dass wir noch mehr ausländische Hilfsstoffe importieren müssen.
noch mehr ausländische Hilfsstoffe, also obwohl der Selbstversorgungsgrad vielleicht stabil bleibt oder sogar steigt. Also das Konzept dieses Selbstversorgungsgrades ist wirklich nicht adäquat, um hier entsprechend Politik darauf zu machen. Agroscope hat das Ganze auch von einer wissenschaftlichen Seite weiter evaluiert und hat festgestellt, dass diese Subventionierung, wie sie stattfindet im Agrarsektor, eben ineffizient ist. Das heißt, diese rund 1,1 Milliarden der gesamten Subventionen, die in diesen Sektor fließen, jetzt scheint es hier nicht weiter zu gehen. Ja, es geht bis weiter. Einen Moment bitte, Geduld. Ja, ich komme zu weiteren Überlegungen für essentielle Güter, nicht nur Lebensmittel, sondern beispielsweise Strom. Bei Strom denken wir, es ist sehr wichtig, dass die Schweiz hier natürlich nicht nur physisch über Grenzstellen vernetzt ist mit dem europäischen Stromnetz, sondern eben auch entsprechend Teil des Strombinnenmarktes wird. Das bedeutet zunächst einmal sicher, das Stromabkommen, das die Schweiz unter Dach und Fach bringen sollte, hängt natürlich an weiteren Dingen ab, wie beispielsweise dem institutionellen Abkommen. Aber das bedeutet für uns auch, dass die Schweiz verstärkt mit der Europäischen Union zusammenarbeiten sollte im Bereich der Cybersicherheit sowie auch im Inland, um zukünftigen Mangellagen begegnen zu können, die den Kapazitätsmarkt einführen sollte. Zweite Überlegung zu einem anderen Gut. Gleich einblenden, danke. Das ist die Herstellung von Pharmazeutika und Medizintechnikprodukten. Hier muss man feststellen, ist die Schweiz bereits sehr gut positioniert, auch Europa generell. Wir haben sehr viele Hersteller in der Schweiz oder in Europa für diese Produkte. Wir haben aber auch, und hier bietet sich auch eine Kooperation an mit der Europäischen Union, eine gesamteuropäische Koordination bei der Beschaffung der medizinischen Ausrüstung, wie sie in dieser Krise stattgefunden hat und wahrscheinlich für weitere Krisen auch eine Leitlinie sein wird, sowie die Schweiz sollte versuchen, das Gesundheitsabkommen, das in großen Teilen bereits ausgehandelt ist, abzuschließen mit der Europäischen Union, hier auch wiederum im Sinne einer Vorsorge gegen eine zukünftige Pandemiebekämpfung. Ich gebe damit weiter an Peter Grünfelder für den letzten Teil. Ja, geschätzte Damen und Herren, aufgrund des Gesagten, aufgrund der klaren, eindeutigen Datenbasis können wir 7 Lehren, 7 Konsequenzen für eine allfällige nächste Krise ziehen. Es ist fett umschrieben, Sie sehen es. Es betrifft einerseits den Bereich offener Außenhandel und andererseits die Stärkung der Gesundheitsversorgung. Zum Ersten, offener Außenhandel. Um es klar zu sagen, internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, Stichwort Globalisierung, ist nicht Ursache des Problems, sondern Kernelement einer Lösung, um die Pandemie zu überwinden. Die erstarkte Inlandorientierung, sogar Renationalisierung vieler Länder im ökonomischen Bereich unterminiert aber erstens die Bemühungen und zweitens die Effektivität einer staatenübergreifenden Kooperation, gerade auch bei der Herstellung und Distribution gesundheitsrelevanter Güter. Daher ist unser Land, die Schweiz, gut beraten, einen eigenen Beitrag zur Stärkung der multilateralen Ordnung der WTO zu leisten und sich gegen protektionistische Exportbeschränkungen, gegen Zolltarife
auf einzelnen Güterklassen einzusetzen. Die Schweiz ist einer der 10 größten Medtech-Exporteure weltweit, darunter auch für Beatmungsgeräte, und hat bis jetzt im Gegensatz zu einigen Nachbarländern der Versuchung widerstanden, rigide Exportkontrollen zu implementieren. Und das soll auch so bleiben. Der zweite Punkt, die zweite Lehre, die unilaterale Abschaffung der Zölle. Eben neben diesen exportseitigen Beschränkungen, die wir beobachten können in vielen Ländern, behindern eben importseitig Zölle den internationalen Warenverkehr. Die Schweiz hat es hier selber in der Hand, den Importwarenfluss administrativ zu vereinfachen, finanziell zu entlasten. Die Vorlage des Bundesrates, ist gesagt worden, zieht zwar nur Industriezölle zur Abschaffung vor, mittelfristig sollten aber aus unserer Überzeugung alle anderen Zölle auch wegfallen, die zur Versorgungssicherheit im Landesinneren beitragen. Und das betrifft eben auch Agrarprodukte. Der Verzicht auf Investitionskontrollen, auch wenn die politischen Diskussionen im Bundeshaus in eine andere Richtung gehen, ist angesichts dieser Pandemiesituation unabdingbar. Über 1.300 Milliarden Franken, das sind 2018 Zahlen, umfassen die Schweizer Investitionen im Ausland. Rund 1.200 Milliarden investierte das Ausland in die Schweiz. Doch gerade dieser Kapitalaustausch ist wegen des neuen protektionistischen Zauberwortes Investitionskontrolle in Gefahr. Für uns sind solche planwirtschaftlichen Ansätze risikoreich. Es sollte davon abgesehen werden, weil sie weder eben zur nationalen Sicherheit noch zur Versorgungssicherheit beitragen. Und der ungehinderte Kapitalfluss ermöglicht eben Unternehmen, schneller, präziser, punktgenauer, auch in Krisensituationen auf Nachfragebedürfnisse einzugehen. Der vierte Punkt, Patrick Dümmler hat es ausgeführt, nicht einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad, sondern konsequent umsetzen das Prinzip der Versorgungssicherheit. Analog zur Situation im Lebensmittelbereich gilt das eben auch für die anderen lebensnotwendigen Güter, nicht einen möglichst hohen Grad an Selbstversorgung anzustreben, sondern eben eine hohe Versorgungssicherheit. Und zwar eben durch die Diversifikation von Bezugsquellen und dem Ausbau des Netzes an Freihandelsabkommen. Dazu gehören Handelspartner, die für die Schweiz heute oder eben auch potenziell in Zukunft wichtige Absatz- und Beschaffungsmärkte sind, die aber auch heute schon Güter herstellen, die für den Import in die Schweiz von Belang sind. Die drei Lehren für die Stärkung der Gesundheitsversorgung. Es ist ausgeführt worden, der Abschluss eines Gesundheitsabkommens mit der EU. Natürlich wäre eine globale, länderübergreifende Bekämpfung der Pandemie grundsätzlich der First-Best-Ansatz. Ist dies aber aufgrund geopolitischer Blockbildungen und unterschiedlicher nationaler Politikinteressen der großen Wirtschaftsmächte als solches nicht möglich, sollte sich die Schweiz auf regionale, europäische Ebene fokussieren. Und hier ist eben ein Gesundheitsabkommen mit der EU von hoher Relevanz. Das würde der Schweiz erlauben, den permanenten Zugang zu EU-Dispositiven zur Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten. Und dieser Abschluss eines bilateralen Gesundheitsabkommens Schweiz-EU ist aber allerdings abhängig, das ist bekannt, vom institutionellen Abkommen. Und hier warten wir auf weitere Signale, wie es weitergeht aus Bundesbern. Personenfreizügigkeit. Geschätzte Damen und Herren, jeder fünfte Grenzgänger arbeitet in einer Branche, die in der aktuellen Krisensituation als besonders relevant beurteilt wird. Es liegt deshalb im ureigensten Interesse der Schweiz, die Personenfreizügigkeit rasch und vollständig wieder einzuführen und die ungehinderte Ein- und Ausreise von Grenzgängern auch in Krisenzeiten sicherzustellen. Das stärkt auch die Resilienz unseres Systems, auch des Gesundheitssystems. Der letzte Punkt,
Die Optimierung der Pflichtlagerbewirtschaftung. Patrick Trümmer hat es aufgezeigt schon, aufgrund des technologischen Wandels und der sich im Zeitablauf ändernden Konsumpräferenzen muss auch einmal die getroffene Auswahl für die Pflichtlager regelmäßig überprüft werden, insbesondere der für die Vorratshaltung vorgesehenen Produkte, die zu einem hohen Anteil auch in der Schweiz hergestellt werden können. Ein Beispiel dafür ist das Pflichtlager für Zucker, weshalb nicht nur unter den Aspekten der Gesundheit, sondern auch eben aufgrund des hohen Anteils der inländischen Produktion eine Vorratshaltung kaum notwendig ist. Im Umkehrschluss sollten lebensnotwendige Güter vorrätig gehalten werden, die in einer Krisensituation vermehrt benötigt werden und kurzfristig nicht in der Schweiz produziert werden können. Und auch hier wieder ist ein breites, auszubauendes Netz an Freihandelsabkommen unabdingbar, weil eben genauso ein Freihandelsnetz eben erleichtert die Etablierung alternativer Beschaffungskanäle. Ich komme zum Schluss. Der Titel der Analyse heißt Sackgasse Renationalisierung. Wir haben die ersten zwei Folien gehabt. Our country first, Switzerland first. Wir möchten schließen mit Globalization first, weil es auch unsere Überzeugung ist. Es ist aufgezeigt worden, die Schweiz, so hat es Patrick ausgedrückt, ist die Globalisierungsweltmeisterin. Eine Renationalisierung von Produktionsketten wäre daher nicht nur ein ökonomischer Unsinn, sondern letztlich auch ein ökonomischer Irrsinn. Wir müssen aber auch sehen, und das ist das positive Licht am Horizont. Kollektive globale Krisen führten in der Vergangenheit vielfach zu einem Mehr und nicht zu einem Weniger an Kooperation. Internationaler Währungsfonds, IWF, 1944, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die UNO, Internationaler Gerichtshof, die Weltbank, die Entstehung der GATT, alles kurz vor Ende oder kurz im Nachgang von schweren weltweiten Krisen. Und bereits heute zeichnen sich für eine Reihe von Herausforderungen internationale Lösungen ab durch eine Koalition von Ländern, die eben willens sind, diesen ersten Schritt zu tun. So führt die Schweiz und 18 weitere WTO-Mitglieder ein vorläufiges Berufungsverfahren für Handelsstreitigkeiten, was sehr zu unterstützen ist, und eine Geberkonferenz gibt es zur internationalen Zusammenarbeit bei der Suche nach Medikamenten und Impfstoffen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Die brachte bereits in kurzer Zeit über 7 Milliarden Euro zusammen. Die aktuelle Krise, geschätzte Anwesende, geschätzte Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer, muss also nicht zwingend dazu führen, dass der Rückzug vieler Länder von Teilen des Welthandels ein langfristiger Trend wird. Die wirtschaftlichen Gewinne, auch für breite Kreise der Bevölkerung, einer plurilateral oder gar multilateral abgestimmten Kooperation sind zu hoch, als dass sie vom einzelnen Nationalstaat ignoriert werden können. Und das gilt insbesondere für unsere wirtschaftlich stark, äußerst stark mit dem Ausland verflochtene Schweiz. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir würden jetzt die Fragerunde entsprechend eröffnen.